Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Zum, wie ihr seht, Blutmond, der in eineinhalb Stunden beginnt. Und wir werden so lange warten. Und... Achso, das waren wir. Und vielleicht ein bisschen hier dran arbeiten. Holz. Ja, ich weiß, dreh mal nicht durch. Holzrahmen. Davon bräuchte ich so. Ah, ich habe 600, ne? Ja, easy. Geh mal. Weiß nicht. So 50 Stück, da passt schon. Damit kleiden wir erstmal hier diesen Bereich aus. So. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. So, Freunde, die Zeit ist nah. Und damit herzlich willkommen zurück zu Zero in hoher Aufregung an dem bevorstehenden Blutmond. Schnell, 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 schnell. Ich meine, habe ich die Tür zugemacht? Okay, da klopft jemand schon an meiner Tür, sehe ich gerade. Aber an die komme ich richtig gut dran. Das habe ich hier richtig gut gemacht. Ich vermisse meine Armbrust. So, wie sieht die Tür aus? Ah, oh, die hält noch ein bisschen was aus. Lasst meine Holzpfeiler in Ruhe. Oh Gott, nicht runterfallen, Zero. Okay, die sind tot. Ja, klopft der nächste an der Tür. Bleib doch weg! Da steht die wieder auf. Oh, ich habe nur die Leiche getroffen. Okay, noch jemand hier? Ich brauch draußen echt Licht, ey, ganz ehrlich. Wenn das was werden soll, brauche ich draußen Licht. Klopft der nächste an meiner Tür? Kann das sein? Na, Moppel? Geht's dir gut, unten? Da regt sie sich erstmal auf. Zurecht. Oh, die haben einen Pfeiler schon kaputt gemacht. Dreck. Lass meinen Pfeiler in Ruhe. Und du? Lass den Scheiß. Na, zumindest verbessere ich meine Skills. Auch wenn die wahren Skills, wie ihr seht, nicht wirklich toll sind. Vor allem, wenn sie ihre Köpfe verstecken. Jetzt lass den Scheiß. Ach Gott. Kann ich von hier aus nicht einfach... Oh, Freundchen. Benutzt mal deine Kollegen nicht als Trittbrett. Das ist nicht so nett. Gott. Verschwinde! Okay, der geht jetzt an die Tür, das sehe ich doch jetzt schon. Oh Gott. Ah, jetzt stirbt doch einfach. Wieso ist die Leiche so weit oben? Wie soll ich denn da seinen Kopf treffen? Oh Mann. Ach Gott. Weg mit dir. Oh Gott, das ist nicht gut. Level up. Nice.
Oh, die Dicke lebt immer noch. Geht doch. Na, meine Kleine? Ist immer so anstrengend. Oh, oh Gott, die Tür lässt nach. Ach du Heilige. Oh Gott, nein. Nein. Fuck. Geh weg. Geh weg, Mann. Geh doch weg. Scheiße, wir können jetzt hier einfach hochspazieren, ne? Ja, können sie. Ja, können sie. Scheiße. Okay, okay, okay. What the fuck? Der Tür geht's auch nicht mehr gut, oder? Aber es geht noch. Besuchen wir kurz mal den Zombie. Kriegen ein paar Schuhe raus. Dann machen wir halt das Ding erstmal kaputt hier. Alter. Oh, ist das schrecklich. Beim ersten Mal hielt das aber noch ein bisschen besser, oder? Oh, da ist schon ein Loch drin. Ach Gott, lasst mich doch in Ruhe, Mann. Ach, du ahnst das nicht, ey. Okay. Einfach hier mit draufschlagen, dann passt das schon. So ein kleiner Ausguck, wieso nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Lasst meine Tür in Ruhe. Scheiße, sie sind durch. Ich bin hier oben noch ziemlich gesichert. Scheiße, wie die Tür einfach nicht standgehalten hat. Gott, jetzt habe ich ein Problem. Du bist tot! BTF! Wie viele kommen denn noch? Das ist nicht euer Ernst. Und du, hör auf zu stehen! Oh oh. Pff. Er hat es nicht geschafft, die Eier ist umgekippt. Lass den Scheiß! Scheiße, die sind schon ein bisschen in den Keller gekommen. Okay, sie ist runtergefallen. Mopsi, bitte. Bitte geh einfach. Mopsi, bitte geh einfach. Bitte. Such dir ein eigenes Zuhause. Aber die mögen diese Ecke echt wirklich, ne? Oh, scheiße, er ist im Keller.
Ich treffe sie nicht. Wir dürfen nicht in den Keller kommen. Kletter gefälligst woanders hin. Oh, ich wurde getroffen. Ich hoffe, mich zu treffen. Okay. Bleib da. Mega. Ja, ich hasse den Blutmond. Oh, es ist so gut wie vorbei, ne? Na, Kleiner? Kümmern wir uns um die letzten Vizepicken hier. Okay. Kurzes Eisenrohr. Ein bisschen Zeit, erstmal die Zombies zu durchsuchen. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich ganz und gar nicht gut an. Ich komme auch an seine Füße oder so nicht ran, ne? Ah, jetzt er heute. Ich komme zumindest an seinen Arm ran. Na komm, stimmt doch einfach, Mann. Also entweder hat er jetzt einfach nur seinen Arm verloren oder er ist tot. Er hat nur seinen Arm verloren. Er kann sich jetzt nur noch schlecht wehren. Wir haben es auch fast geschafft. Die Nacht ist fast vorbei. Jetzt stirb doch! Was ist denn los mit dir, Bro? Geht doch. Ich glaube, wir haben es geschafft. Meine Knochen sind gebrochen. Was nicht gut ist. Aber naja. Ich einfach mal keine Tür mehr habe. Oh nein, das ist noch viel schlimmer. Errungenschaft. Ach komm! Ich wollte es gerade zubauen, Mann. Das gibt's doch nicht. Komm, wir müssen die Leiche erstmal hier loswerden. Oh, schön. Was lernen wir daraus? Wir brauchen viel mehr Eisen, aber dafür ist ja auch der Keller gedacht, ne? Bisschen ärgerlich, dass jetzt meine Tür weg ist, weil die echt teuer war. Oh, der ist besser als zu sterben, Freunde. Besser als zu sterben. Wie sieht's hier unten aus? Ach, du ahnst das nicht, ey. Ich bin froh, dass ich den Boden noch gesetzt habe, den Holzboden.
Oh, Glashornig, danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. So, das packen wir da rein. Wir holen uns kurz eine Schiene. Eine Schiene. Können wir auch von hier aus verwenden, ne? Benutzen. So. Wir müssen auf jeden Fall die erste Station, beziehungsweise das erste Stockwerk ganz aufrüsten. Was wir oben machen, ist egal, da kommen die eh nicht hin. Beziehungsweise bringt das eh nichts aufzurüsten. Können wir Holz lassen. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt dürfte nichts Großartiges mehr passieren. Oh. Kann ich noch ein bisschen dran arbeiten, bis wir ein paar Zombies hören und denen dann aufs Maul geben. Ich höre einen Zombie, aber der ist nicht wild. Alles gut. Solange die Schreier nicht in der Nähe sind, geht's mir auch fantastisch. So. Und das mache ich quasi jetzt jede Nacht. Jetzt noch quasi, könnt ihr das sehen. Hey. In der nächsten Nacht mache ich es wieder offscreen. Wieso schneide es raus? Das ist halt monoton und langweilig. Das braucht ja keine Sau. Guckt euch an, was. Diese Ecke ist sowas von in Beschlag genommen. Die andere Ecke haben sie gar nicht erst angefasst. Das heißt, das hier wird die Ecke sein, wo sie immer angreifen, wahrscheinlich, ne? Das heißt, diese Ecke hier muss komplett als allererstes fertig werden. Vor Tag 14. Das ist wichtig. Gleich fängt der Tag an und dann können wir mal gucken, was wir noch an Loot von denen rausholen können. So. Ups. Ja, beruhig dich. Beruhig dich. Eisen, nee, geschmolzenes Eisen, geschmolzenes Eisen. Wie, was? Du störst, merkst du das nicht? Du musst doch gleich meine Tür erstmal neu machen, ey. So. Mir fehlt Clay, oder? Geschmiedetes Eis ist nicht geschmolzenes Eis. Oh, ich bin schon ganz verwirrt. Ja, Clay. Auch Clay. Aber wir haben Clay. So, die Frage ist nur, wie halbiert man Sachen? Der Tag! Wie halbiert man Sachen? Linksklick, dann halten und ziehen, um einen Stapel zu nehmen. Linksklick, um einen Stapel abzulegen oder auszutauschen. Rechtsklick, dann halten und ziehen, um einen Stapel zu halbieren. Rechtsklick. Halten. Und ziehen. Ja. Ich habe verstanden. So. Dann spendiere ich dir noch mal ein paar Minütchen, ne? So, passt schon. 20 Minuten. Ich so ein bisschen davon noch ab. Und dann gib ihm. Okay. Es wird Zeit, mal dahinter zu gucken. Das wollte ich kurz provozieren. Ach, reparieren, genau deswegen wollte ich Eisen holen, ne?
mich selbst erstmal eingesperrt, ey. Tür. Gefängnistür. Hartmetalltür. Das ist das, was wir gerade hatten, ne? Tresortür. So viele Zombie-Leichen. Warum? Warum? Warum jetzt? Warum? Scheiße, ich hätte die Blume mitnehmen sollen, ne? Konntet ihr euch nicht einen anderen Zeitpunkt aussuchen, um hier vorbeizukommen? Warum genau dann, wenn ich rauskomme? Na gut, alle sind umgefallen eigentlich. Zeit, sie alle zu Fuß fertig zu machen. Jetzt können sie sich ja nicht mehr wehren. Warum? Konntet ihr nicht später kommen? Und das haben die jetzt auch kaputt gemacht. Mit wunderschöner Durchgang. Verzieht euch. Verzieht euch. Oh, komm, einfach nochmal so eine Scheiße. Ich dreh durch. Jetzt machen die hier alles kaputt. Es ist schlimmer als der Blutmond. Dass die genau jetzt da durchgelaufen sind und mich gesehen haben. Ach, Gottes Willen, ey. Man, guckt's euch an, was für eine Zombie-Parade hier. Und einer ist in mein Haus gekrochen, ich hab's genau gesehen. Das ist doch nicht mehr möglich, ey. Blutmond ist vorbei, hör auf mit dem Gedonner, ey. Muss gleich zu Hause auch nochmal aufräumen. Wir haben die echt alles kaputt gemacht. Ach, kommst du von zu Hause gerade? Alles kaputt. Ich dreh durch. Immerhin. Also das ist nicht schlecht. Ordentlich Munition, ordentliche Knarre. Sage ich nicht nein. Da lebt ja noch einer. Naja, zumindest Verbandskasten. So viel Pech muss man erstmal haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oh. Kenne ich sogar schon. Weißt du, hier ist nicht mal immer. Das ist die gesichertste Seite von allen, weißt du? Und dann ein Zombie und. Ach komm, ey. Ich muss hier auch überall noch irgendwie Fallen aufstellen oder so. Irgendwas. Jemand hier unten? Nein. Meine Fresse. Och, muss repariert werden. Ach, ich höre doch schon wieder einen Zombie. Mann. Geh doch nach Hause. Was willst du von mir? Die haben meine Treppe kaputt gemacht. Warum? Wo ist das Dreckstück? Da. Da versuchst du es wegzukriegen von mir. Nein, du entkommst mir nicht.
Das ist so ärgerlich, Freunde. So ärgerlich, dass die dann auch noch ankamen. Naja. Noch ein Level-Up. Zumindest haben wir, glaube ich, jetzt 3 Level-Ups gesammelt. Komm, gehen wir kurz nach Hause. Wie das hier aussieht, ey. Oh. Ich dreh mich. Komm, das sparen wir uns für die nächste Folge auf, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann Reparaturarbeiten. Auf geht's, gebe ihnen Verbesserungen. Nachts werde ich dann unten graben und gucken, dass ich hier langsam an Eisenvorkommen rankomme. Und so auch vielleicht sogar noch einen zweiten Ofen hinpacke, damit es ein bisschen alles flotter geht. Und dann gucken wir mal, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.